Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind in der letzten Folge ganz schön in Bedrängnis geraten, dadurch, dass unser Boot zerstört wurde. Aber es hat sich doch alles schnell wieder geklärt. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz hier ein paar Geschichten hier reinwerfen. Dann müssten wir einmal das Portal abbauen. Die Sachen wieder einstecken. Denn eigentlich müssten wir das Portal im normalen Graslandgebiet bauen. Es wäre auf jeden Fall sicherer. Aber ich baue das jetzt einfach mal hier hin und hoffe ganz stark, dass es nicht vermöbelt wird. Was fehlt denn uns jetzt? Eine Werkbank, natürlich. Es ist ja halt auch so, dass dort, wo Werkbänke stehen, in der Umgebung spawnen auf jeden Fall schon mal keine Gegner. Ich möchte es aber hier in die Mitte stellen. Darf ich nicht. Verdammt. Dann stellen wir es halt hier hin. Wir geben dem jetzt die Kennung. Was nennen wir denn? Wir nennen es einfach mal Insel. Muss ich mir nur unbedingt merken. Vielleicht haben wir ja Glück, dass die hier nicht so schnell herkommen und unser Portal stehen bleibt. Ansonsten weiß ich leider auch nicht, was wir da am besten machen können. Packen das wieder ein. Das kriegen wir alles nicht mit. Die Werkbank kann ruhig stehen bleiben, die Kiste auch. Wir gucken einfach mal, ob das so überlebt. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen von der Route hier wieder hoch. Können auch hier lang fahren, dass wir das ein bisschen erkunden und von hier dann dorthin. Ich glaube, das machen wir. Also so in die Richtung. Setz dich einmal ran, fang an zu paddeln und es geht wieder zurück. Der Wind ist eigentlich mit uns. Ja, so ziemlich genau mit uns. Schön, dass das mal passt. Auf der Hinfahrt hatten wir ja nicht so viel Glück. Da gab es nur Wind von vorne. Ja, und jetzt mal Daumen drücken, dass wir zu Hause ein Portal bauen. Also dafür nicht Daumen drücken, das machen wir auf jeden Fall. Aber, dass das Portal hier stehen bleibt. Ich meine, wir könnten natürlich noch einen Zaun und sowas drumherum setzen. Aber es ist halt die Frage, müssen wir dann gefühlt alle 2 Tage einmal dahin und gucken, ob alles in Ordnung ist und wieder reparieren? Nicht so geil. Sag mal, die Bootsfahrt geht ja jetzt auch ein bisschen schneller dank dem Rückenwind. Passt Rückenwind. Dann ist es auch nicht ganz so nervig. Aber schön war's hier. Man hat auch alles in der Nähe. Man hat Sumpfgebiet, direkt dunklen Wald dran. Dahinter kommt Grasland. Ich denke, hier gibt es noch einiges zu sehen. Und wir haben definitiv schon ein größeres Teil der Map mittlerweile aufgedeckt. Also keinen größeren Teil, aber etwas mehr als die ganzen letzten Folgen. Kommen wir irgendwo an Land? Nee, ne? Vorne könnte es ein bisschen knapp werden, da müssen wir gleich nochmal schauen. Aber eventuell ist das ja sogar schon unser Ziel. Ja, das geht natürlich echt viel, viel schöner voran, wenn der Wind ein bisschen mitmacht. Die Sonne scheint wieder, wir haben diese geile Farb- und Lichtstimmung. Wie schon auf dem Hinweg. Der Baum zieht sich ja anscheinend auch über das ganze Gebiet. Und wir sind auf jeden Fall schon wieder ein Stückchen weitergekommen. Ich drücke die ganze Zeit auf I, um das Inventar zu öffnen. Das ist einfach mal wieder das typische Problem, wenn man noch andere Spiele nebenbei spielt. 6 Kanne haben wir noch, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wieder ein ganz paar wertvolle Sachen. Wir haben leider immer noch nicht den dunklen Händler gefunden. Es wird Zeit, definitiv. Langsam will ich nämlich auch ganz gern mal wissen, wo der ist und was der alles Schönes im Angebot hat für uns. So, dann kommen wir hier vorne raus. Hier war das Grasland, ja. Und hier müsste ja alles noch Sumpfgebiet sein, größtenteils. Ich denke mal, hier wird irgendwo, oder hier so die Grenze lang gehen. Werden wir gleich sehen. Naja, und dann machen wir das hier schon. Dann geht's bald zum Knochenwanz. Der ist nochmal ein ganzes Stück weiter weg. Wir haben echt noch so viel vor im Spiel.
Ich weiß gar nicht, wie viel tausend Folgen das hier werden sollen. So, hier vorne. Ja, jetzt kommen wir an den Sumpf ran. Das heißt, wir machen wieder ein Stück weiter rüber. Dass wir hier zumindest einmal das ganze Ufer aufdecken. Oh, hier ist alles. Okay, wir müssen wieder ganz rüber. Hier ist alles schon Ufer. Wie viel decken wir denn immer auf? Das reicht noch nicht ganz, ne? Aber ich kann jetzt hier nicht einmal den... Oder kommen wir jetzt... Ach, wir kommen hier oben den Fluss durch. Eigentlich könnten wir da lang segeln. Mal gucken, ob wir das schaffen oder irgendwo hängen bleiben. Aber ich muss sagen, das Bootfahren macht doch sehr, sehr viel Spaß, solange der Wind mitmacht. Mir gefällt die Musik auch sehr gut. So, wir müssen mal ein bisschen gucken. Hier liegen ganz schön viele Steine im Wasser, die machen mir etwas Sorge. Ja, wir haben es nicht ganz aufgedeckt, aber zumindest schon mal ein Stückchen weiter. Ja, das Boot wird ja hier eh automatisch langsamer. Zumindest habe ich das schon wieder im Gefühl. Keine Fischis im Wasser. Ach doch. Nee, das war Schatten von Möwen, glaube ich. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es schaffen soll, die ganze Karte aufzudecken. Also das sind ja tausende Spielstunden. Wenn man jetzt natürlich die ganze Zeit nur rumrennt, damit man alles aufdeckt, klar, dann geht's wahrscheinlich ein bisschen schneller, aber das alles mal noch aufzudecken, wir haben gerade mal das Stück und wir sind mittlerweile bei, weiß es gar nicht, Folge 70? Irgendwas in die 70, glaube ich. Wir haben noch nicht mal ein Zwanzigstel davon. Oh, oh, Stein, 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 nein! Verdammt. Jetzt noch Krautzwerge, natürlich. Einmal zurückpaddeln, bitte. Können die, die können im Wasser schlagen, ne? Schlagen die jetzt einfach ans Boot oder kommen die hier drauf gesprungen? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen hier nicht ordentlich vorbei. Geht bloß weg. Was gibt uns denn jetzt so krass Leben gerade? Ich habe doch keinen Trank oder so aus Versehen getrunken. Doch bloß die drei Lebensmittel reingeworfen. Wäre da schon immer so eine krasse Regeneration? Kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern. Vielleicht doch, weil wir sitzen oder im Boot sind. Ach doch, oben gesunder Met. Der ist durchgestrichen. Bin gerade... Ah, ich habe hier lang gedrückt, ich Vollidiot. Ja, dann ist alles klar, warum wir so eine Lebensregeneration hatten. Muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Lenkung vom Schiff. Lieber kleine Stückchen, als mit einmal zu viel. Aber ansonsten lässt sich es tatsächlich ganz gut steuern. An dem Steinchen noch vorbei und da hinten sollte unsere Basis sein. Dann sind wir endlich wieder zu Hause. Ein Glück konnten wir uns das Boot wieder bauen. Ich habe schon gesehen, dass wir uns eine kleine Unterkunft dort bauen müssen. Truhen, schlafen gehen und so weiter. Und vor allem gerade die Bronzenägel, ne? Das ist ja, was man da erstmal alles für braucht. Schmelzofen, Schmiede, obwohl Schmelzofen hätte man nicht hundertprozentig gebraucht. Wir hätten auch Essen verkohlen lassen können. Aber trotzdem erstmal eine Schmiede. Dann muss man Kupfer und den ganzen Scheiß finden. Das wäre schon alles ein etwas längerer Akt geworden, um hier wieder nach Hause zu kommen. So, unsere Base muss doch eigentlich da vorne sein. Die Engine hat es leider noch nicht geladen. Jetzt kommt's. Die sieht hier vom Wasser so klein aus. Wir werden jetzt definitiv, wenn wir angekommen sind, endlich mal das Dach bearbeiten. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Holz, dass wir das auch machen können.
aber so langsam werden es doch ein bisschen zu viele kleine Baustellen. Das würde ich dann doch ganz gerne mal langsam, aber sicher alles fertigstellen. So, du machst mal langsam. Langsam, habe ich gesagt. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rum mit dir, rum mit dir. Ja, ich habe viel zu spät abgebremst. So, ein Stück rückwärts bitte. Perfekt. Jetzt wieder gerade. Ein Stück rüber. Ne, ohne Wind. Bitte nur paddeln. Möchte nicht mehr dick Strom. Na, was treibst du denn jetzt jedes Mal so rüber? So, naja, da haben wir es doch. War jetzt nicht perfekt, aber wir stehen drin. Und alles ist cool. Dann bauen wir uns als allererstes jetzt noch ein Portal. Ich hoffe mal, wir müssten, glaube ich, noch Edelholz. Nee, als allererstes machen wir erstmal unser Inventar leer. Hier die Trophäe. Dann haben wir ohne Ende schon wieder Knochen. Wir haben eine ganze Menge Pilze gesammelt. Wo haben wir es? Hier. Stein haben wir auch noch einstecken. Wieder ein paar Augen. Wertvolles auf jeden Fall auch ohne Ende. Turtlingkern. Ach, guck mal, wir hätten sogar noch 5 Stück gehabt. Hätten wir einfach ein paar mitgenommen. Vollidiot. Naja, dafür haben wir jetzt wieder 11 Stück und 9, nachdem wir das Portal bauen. Okay, dann haben wir oben noch. Wo ist denn der zweite sumpfige? Ah ne, den einen sumpfigen Schlüssel haben wir hier gelassen gehabt, ne? Ich glaube ja. Hier ist er genau. So, also wir brauchen Edelholz. Kohle. Hier drüben. Edelholz. Und ich packe natürlich so schlau wie ich bin die Augen raus. Dann haben wir das. Wir bauen uns jetzt erstmal hier daneben. So. Und geben dem Ganzen die Kennung Insel. Nicht so, Caps Lock ist nicht mein Freund. Bitte verbinden. Jawohl. Und jetzt können wir jederzeit darüber. Cool, ich freue mich, dass wir das geschafft haben. Dann packen wir jetzt mal noch ganz schnell den Mist wieder in die Truhen, nehmen uns ein bisschen normales Holz und machen endlich mal das Dach fertig. So, dann haben wir das normale Holz, der Rest passt und wir haben doch irgendwo noch, hier haben wir noch ein bisschen normales Holz. Hier ist nur Edelholz, hier nur Kernholz drin, oh oh. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Jetzt müssen wir generell erstmal schauen, was habe ich denn gemacht? Ich habe, nicht da runterfallen. Habe hier drüben einfach so eine Verlängerung gebaut. Das heißt, wir haben hier nochmal ein Dach und Pfeiler. Aber wir haben 45 Grad Winkel, was wir hier drüben noch nicht haben. Richtig. Gucken, ob wir von hier rankommen. Also wir brauchen 45 Grad Holzbalken. Ist die nur aller zwei gebaut oder bei jedem Stück? Bei jedem, ne? Ja. Das heißt, hier vorne geht's los. Hier. Dafür müsste das Holz noch ungefähr reichen. Ich hänge irgendwo. Ach, was ist denn hier? Ich bin eine schöne Kante reingezogen. Übrigens kam ja das Update, was das ganze Terrain angeht. Und das wurde ja jetzt auch so weit verbessert, dass das irgendwie schneller und besser lädt bei großen Grundstücken. Man muss eigentlich auch einen Konsolenbefehl eingeben, um die alten Grundstücke zu verbessern. Das werden wir demnächst auch mal tun. Ich habe noch keine Ahnung, wie man die Konsole überhaupt anschaltet. Aber das werde ich rausfinden. Und da muss man da einen Befehl eingeben, dann werden irgendwie die ganzen Grundstücke schneller und besser geladen. Da gab es wohl ein Problem. Naja, wir fällen noch schnell ein bisschen Holz.
dass wir das Dach hier drüben dann endlich mal fertig kriegen. Und dann mal schauen, ob wir uns mit dem Boot schon mal Richtung Knochenwand bewegen. Uns schon mal angucken, wo er uns denn gerne empfangen würde. Komm her mit dir. Ach Mist. Was wir aber mal machen können, wenn die Gräulinge uns hier nicht mehr auf den Sack gehen. Was fehlt uns jetzt für eine Werkbank? 10 normale Holz, natürlich, schade. Machen wir erstmal kurz hier den Baum nach kaputt. So, 10 Holz, dann können wir uns hier mal ganz schnell eine Werkbank hinbasteln. Wenn sie denn irgendwo stehen möchte. Hier. Und dann können wir das mal alles einreißen. Dann kriegen wir hier relativ fix Holz raus. Und diese kleine Hütte hier finde ich eh nicht hübsch. Also darf die gerne abgerissen werden. Kompletter Baumstamm im Wasser. Natürlich auch ärgerlich. Kräuling, du gehst mir jetzt einfach mal nicht auf die Nerven. Du siehst doch, dass ich arbeite. Dann gibt's eine mit einem Baumstamm, ich sag's dir. So, was haben wir denn jetzt gesammelt? 48 Holz. Ich befürchte, das wird wieder nicht reichen. Wir machen noch ganz schnell den hier kaputt. Am besten mit dem Werkzeug, ja. Kriegen wir das so auch kaputt? Dauert halt relativ lange. Naja, sollte passen. Dann jetzt mal ganz fix wieder zurück. Ich weiß gar nicht, warum ich so hektisch bin heute. Aber ich möchte vorankommen. Ach, Wildschwein. Ist doch gut. Am besten bauen wir von hier, aber ich weiß nicht, ob die Werkbank da reicht. Ja, doch, hier ist ein Kreis. Okay, coole Sache. 45 Grad Dach, hier haben wir's. Zack, zack, zack. Dann hat das endlich mal ein Ende. Keine Werkbank mehr. Mist. Die nicht irgendwo hier hinstellen? Irgendwie nicht. So, jetzt haben wir's. Wieder das Dach in die Hand. Es ist halt echt dunkel. Na. Brauchen wieder erstmal die Balken. Und jetzt noch schnell wieder Dach ran. Sehr schön, dann haben wir nämlich das. Dann sieht der ganze Spaß jetzt endlich mal wieder etwas symmetrisch aus. Und jetzt brauchen wir bloß noch die Holzbalken unten dran und dann haben wir es geschafft. So, du kommst hier rüber. Stark. Da noch Holzpfosten, 2 Meter. Hier einer hin, hier einer hin. Wenn ich was sehen würde, wäre das echt praktisch. Dann hier einer und dann noch einen kleinen, ne? So. Und hier drüben nochmal. Ah, das müssen wir unbedingt bearbeiten mit der Kante hier. Ich sehe schon, dass wir irgendwann festhängen und nicht mehr rauskommen. Und noch ein kleiner. So, ich glaube, es passt. Gucken wir uns dann nachher im Hellen nochmal an. Dann ist das zumindest erledigt. Wir können nochmal von hier schauen. Wir haben noch eins weiter vorne dran, aber irgendwie sieht das echt verdammt hässlich aus, was ich hier gebaut habe. Von innen sieht das cool aus, finde ich, mit der Öffnung. Aber so von außen. Entweder hören wir eins eher auf oder wir bauen hier nochmal, ich glaube, wir bauen hier einfach nochmal für oben so ein Quergeländer-Dings dran. So ein Holzbalkenkonstrukt.
Das heißt nämlich, dass das hier gar nicht richtig war. Sondern es eigentlich hätte so gemacht werden müssen. Nee, irgendwie auch nicht. Wird das hier drüben dran gemacht? Nee, ne? Nö. Dann lassen wir es hier auch erstmal weg. Das müssen wir uns dann alles im Hellen nochmal ein bisschen besser angucken. Aber ich möchte jetzt nicht schlafen gehen, wenn wir eh kurz vorm Folgenende stehen. Ja, gib mir doch eine Sekunde. So. Ja, dann gehen wir jetzt schlafen und fangen dann die nächste Folge ausgeruht an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.